Jede Woche gibt es wissenschaftliche Sensationen, aber kaum jemand versteht sie. Ich werde mit Christoph Koch, der Wissenschaftsressortleiter beim Stern ist, die Sensationsmeldung der Woche diskutieren. Diese Woche ist es das Photovoltaikfenster. In dieser Glasscheibe sind nanotechnische Strukturen drin. Die sind so groß, ungefähr wie ein Bierdeckel, etwas größer. Das Licht der Sonne fällt durch diese Scheibe durch. Innen drin ist es dennoch hell. Aber davon wird was abgezweigt und zu den Seiten von der Scheibe wegreflektiert. Und da sind Photozellen drumherum gebaut, die Strom erzeugen. Und diese Kacheln kann man benutzen, um große Gebäude zu, oder möchte man benutzen, um große Gebäude zu verglasen und dann ganz viel Strom zu gewinnen. Oder nicht ganz so viel Strom. Für 350 Wohnungen soll es genügen, das World Trade Center, das neue, damit zu verkacheln. Also man bräuchte, erscheint mir allerdings wenig. Das liegt an dem Wirkungsgrad, den die im Moment haben, diese Scheiben. Das sind einstellige Prozente sozusagen von der Energieeffizienz. Das ist ja ein Begriff, den man so kennt, ne? Von Kühlschränken, Autos und so weiter. Also wie viel Energie hole ich da raus für den Aufwand? Das ist noch relativ wenig im Moment, aber es ist frühe Forschung. Und es ist komplizierte Technik mit Nanotechnologie, die diesen Mechanismus bewirkt. Wann ist es soweit? Wann können wir unsere Brandenburger Häuser mit solchen Fenstern ausstatten? Naja, Forscher hoffen immer auf so einen Zeithorizont von 5 bis 10 Jahren für erste experimentelle Aufbauten, also ein Musterhaus oder sowas. Und dann ist es eine Frage, wie der Preis sich entwickelt von so einer Technik. Wird das dann irgendwann so sein, dass ein Run auf neue Fördergelder stattfindet? Die Frage ist jetzt, werden diese Fenster so viele Verbesserungen bringen, also Ökobilanz zum Beispiel, Wirkungsgrad, Effizienz, oder auch ästhetischer Wert, weil die Städte nicht mehr hässlich aussehen mit diesen Dingern auf dem Dach. Und alle vorbeifliegenden Gänseschwärme gebraten werden, die über die Solarzellen hauen. Attraktiv machen, also wirtschaftlich attraktiv machen oder nicht. Und da ist die Jury natürlich noch draußen, das weiß man nicht. Ist denn so ein Solarfenster genauso umweltschädlich wie die Produktion einer Solarzelle? Das ist die große Frage, ne? Weil Solarzellen sind ja eigentlich relativ große Schmutzfinken in der Produktion. Das Versprechen ist, dass das vom ökologischen Fußabdruck so viel günstiger ist. Also eigentlich ideal. Wenn der Wirkungsgrad steigt, also wenn man richtig viel Energie auf so einer Fläche dann erzeugen kann. Im Moment ist es noch nicht sehr viel. Vielen Dank und ich hoffe, auch Sie konnten verstehen, was ein Solarfenster ist und wie es funktioniert. Freuen wir uns doch gemeinsam auf eine helle, lichtdurchlässige Zukunft. Ja.